Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Frage, warum ist Cola ungesund? Ja, du trinkst vielleicht solche süßen Limonaden sehr gerne, aber dann kommen vielleicht deine Eltern oder auch deine Lehrer und sagen, halt, stopp, Cola ist nicht so gesund. Ja, und du fragst dich, aber die schmeckt doch so gut. Wie kann sowas Leckeres denn ungesund sein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, so denken manche Kinder vielleicht. Jedenfalls erkläre ich dir das gerne. Und das hat viel mit den Bestandteilen der Cola zu tun. Denn wie wir alle wissen, ist in der Cola sehr, sehr viel Zucker. In gewissen Mengen braucht der Körper auch Zucker, gar keine Frage. Aber in diesen süßen Limonaden ist halt leider zu viel Zucker drin. Und das bekommt dem Körper nicht gut. Ja, wenn man die benötigte Zuckermenge in diesen Ausmaßen überschreitet langfristig, ja, das wird sich vermutlich negativ auf die Gesundheit auswirken. Außerdem gibt es auch viele Leute, die sich mit Cola oder generell mit süßen Limonaden die Zähne kaputt machen, ja, weil wie gesagt, da ist viel Zucker drin, wenn du dir dann nicht die Zähne putzt, bleibt es ja alles in deinem Mund. Und so fressen sich schon, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, gerne so kleine Löcher in die Zähne. Ja. Und dass das nicht so gesund ist, brauche ich dir, glaube ich, auch nicht zu erklären. Außerdem hat Cola einen ähnlichen Effekt wie Kaffee in der Hinsicht, dass wenn man sie trinkt, fühlt man sich so kurzzeitig zumindest so aufgepusht, so energiereich, so kraftvoll. Ja, man hat so ein bisschen Power. Aber leider ist das meistens kein langanhaltender Effekt, sondern vielleicht ein paar Minuten, eine halbe Stunde oder so. Viele Leute berichten auch, sie können schlecht schlafen, wenn sie vor dem Schlafen Cola trinken. Und auch das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, es liegt am Koffein, was da drin ist. Aber bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es ist halt recht bekannt, dass Cola einen auch so ein bisschen aufpusht, was theoretisch zwar gut ist, da aber die Bestandteile insgesamt jetzt nicht gerade gesunder Drink schreien, ja, würde ich empfehlen, den Cola-Konsum gemäßigt vorzunehmen. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dir dieser Ratgeber weitergeholfen hat. Check auf jeden Fall die Videobeschreibung aus, da habe ich eine coole Empfehlung für dich am Start. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao.